Heute sprechen wir über das Buch Die 1%-Methode – Minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear, in dem es, wie der Name schon erahnen lässt, um Gewohnheiten geht. In diesem Buch lernen wir, wie man Schritt für Schritt bessere Gewohnheiten aufbauen kann. Wichtig ist hierbei, dass es nicht um das kurzfristige Erreichen von Zielen geht. Es geht nicht darum, Gewohnheiten einige Tage oder Wochen beizubehalten, sondern konstante, langfristige Gewohnheiten zu etablieren, die uns über unser gesamtes Leben begleiten. In diesem Video habe ich die für mich wichtigsten Erkenntnisse und Ratschläge des Buches herausgepickt, die mir geholfen haben, Gewohnheiten im Alltag zu schaffen. Das Tolle an den Strategien, die wir uns heute anschauen, ist, dass sie sich auf die schrittweise Verbesserungen in Bezug auf Gesundheit, Beziehung, Produktivität oder Geld anwenden lassen. Es sind allgemeingültige Ansätze und funktionieren deshalb auf verschiedenste Anwendungsfälle. Wir schauen uns heute 4 grundlegende Bausteine an, die uns helfen sollen, langfristig Gewohnheiten aufzubauen. Erstens die 1%-Methode. Sie besagt, dass wenn man sich kontinuierlich, marginal, also ganz leicht verbessert, man langfristig Großes erreichen kann. Die Bedeutung eines entscheidenden Moments wird leicht überschätzt, während man den Wert kleinerer Verbesserungen im Alltag meist übersieht. Wir reden uns also ein, dass ein fulminanter Erfolg herausragendes Handeln in einem bestimmten Moment erfordert und durch diesen Moment bedingt ist. Wir setzen uns somit unter Druck, eine bahnbrechende Verbesserung zu erreichen, über die dann jeder sprechen wird. Das ist ein Trugschluss, denn Gewohnheiten sind der Zinseszins der Selbstoptimierung. Genau wie sich Geld durch den Zinseszins vermehrt, vervielfachen sich die Auswirkungen deiner Gewohnheiten, wenn du diese häufig genug wiederholst. Auch wenn die Auswirkungen dieser Gewohnheiten noch so klein erscheinen. Lass mich das anhand eines kleinen Schaubilds verdeutlichen. Die Wirkung kleiner Angewohnheiten steigt im Laufe der Zeit exponentiell an. Wenn man beispielsweise ein Jahr lang jeden Tag um 1% besser wird, hat man sich am Jahresende um das 37-fache verbessert. Wird man dagegen ein Jahr lang jeden Tag 1% schlechter, landet man fast bei null. Eine Verbesserung um 1% ist erstmal nicht sonderlich bemerkenswert. Manchmal kann man sie gar nicht bemerken. Diese kleine Verbesserung ist unter Umständen aber super sinnvoll und hat eine große Veränderung auf dein Leben, vor allem auf lange Sicht. Wie das Rechenbeispiel zeigt, sollten wir uns hier also nicht zu schnell entmutigen lassen. Key Learning des ersten Teils ist also, dass wir häufig auf kleine Veränderungen verzichten, da sie im Augenblick keine große Rolle zu spielen scheinen. Das ist falsch, denn kleine Veränderungen führen zu großen Ergebnissen. Dazu kommt noch, dass Veränderungen durch Gewohnheiten erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung sichtbar werden. James Clear veranschaulicht dies mit dem Plateau des schlummernden Potenzials, wie er es nennt. Wir fragen uns nach unseren ersten Trainingseinheiten, warum wir noch keine körperlichen Veränderungen wahrnehmen. Irgendwann, wenn wir schon kurz vor dem Aufgeben sind, werden wir von einem Bekannten darauf angesprochen, dass wir ja schon viel muskulöser und fitter aussehen. Das liegt daran, dass bahnbrechenden Augenblicken oft viele kleine Veränderungen vorausgehen, die diese größere Veränderung erst möglich machen. Ein Eiswürfel, den wir in einen minus 4 Grad kalten Raum legen, fängt auch nicht gleich an zu schmelzen. Auch wenn die Temperatur schrittweise wärmer wird, liegt der Eiswürfel unverändert da. Bei minus 3,5 Grad, bei minus 2 Grad, auch bei minus 1 Grad keine Veränderung. Dann 0 Grad. Das Eis beginnt zu schmelzen. Die letzte Erwärmung um 0,5 Grad, die sich scheinbar nicht von den vorangegangenen 0,5 Grad Erwärmungen unterscheidet hat, macht dann den Unterschied und löst dann die große Veränderung aus. Als nächstes lehrt das Buch, dass es nicht auf das Ziel ankommt, sondern auf das System. Das heißt, wenn man bessere Ergebnisse erzielen möchte, sollte man sich keine festen Ziele setzen, sondern lieber an seinem System arbeiten. Das hat mich erstmal sehr verwundert, da es ja die gängige Meinung ist, dass zielstrebige Menschen und damit implizit auch Ziele zum Erfolg führen. Und jetzt sollen Ziele völlig nutzlos sein? Natürlich ist das nicht, was James Clear sagen möchte. Sie machen durchaus Sinn, um eine Richtung vorzugeben. Aber optimale Fortschritte erzielt man nur mit dem richtigen System. Der starke Fokus auf Ziele birgt nämlich 4 nicht zu vernachlässigende Probleme. Das erste Problem: Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Jedes Fußballteam, das an einer Meisterschaft teilnimmt, möchte gewinnen. Wir wissen alle, dass nur einer gewinnt. Das Ziel allein führt also nicht zum Erfolg. Vielmehr das Wie, das System, hat dem Gewinner geholfen, die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Das zweite Problem ist, dass das Erreichen von Zielen nur eine vorübergehende Veränderung hervorruft.
Das heißt, wir neigen dazu, in alte Muster zu verfallen, sobald wir das Ziel erreicht haben. Das dritte Problem: Ziele beeinträchtigen unser Glück. Bei jedem Ziel, das wir uns stecken, schwingt der Glaubenssatz, wenn ich mein Ziel erreicht habe, werde ich glücklich mit. Indem wir unser Glück von Meilensteinen abhängig machen, verpassen wir die Chance, schon heute glücklich zu sein und sind gar unglücklich, wenn wir das Ziel verfehlen. Kommen wir zum vierten Problem. Ziele passen nicht zu langfristigen Fortschritten. Ziele haben einen kurzfristigen Charakter, da sie so messbar und konkret sein müssen, um motivierend zu sein, dass sie nicht auf langfristiges Denken einzahlen. Somit laufen wir Gefahr, dem Jojo-Effekt zum Opfer zu fallen. Das Betrachten der vier Probleme hat uns gezeigt, wenn du bessere Ergebnisse erzielen möchtest, setze dir besser keine Ziele. Konzentriere dich vielmehr auf dein System aus kleinen Gewohnheiten, das du etabliert hast. Wie dieses System aus Gewohnheiten aussieht, dazu jetzt mehr. Im nächsten Schritt ist es wichtig zu verstehen, wie Gewohnheiten aussehen sollten, damit wir uns langfristig an sie halten. Das Buch schlägt hier vor, deine Gewohnheiten sollten deine Identität prägen und umgekehrt. Was ist damit gemeint? Nun, es gibt drei Schichten der Verhaltensänderung. Eine Veränderung deiner Resultate, eine Veränderung deiner Prozesse und eine Veränderung deiner Identität. In der ersten Schicht geht es darum, dass sich das Ergebnis ändert. Zum Beispiel, ich möchte abnehmen, ich möchte meinen Abschluss schaffen, ich möchte eine Beförderung. Die zweite Schicht ist die Veränderung deines Prozesses. Hier geht es darum, dass sich deine Gewohnheit und dein System ändert. Zum Beispiel, ich gehe ins Fitnessstudio zum Trainieren. Ich lerne jeden Morgen 3 Stunden auf das Fach, in dem ich schwach bin. Das Entwickeln von Gewohnheiten hängt meist mit dieser zweiten Schicht zusammen. Die dritte Ebene, zugleich die tiefste, ist die der Veränderung deiner Identität. Es geht also darum, deine Überzeugung von dir selbst und anderen zu ändern. Diese Ebene betrifft dein Selbstbild, deine Weltanschauung, deine Meinung. Zusammengefasst kann man sagen, Resultate sind das, was du erreichst, Prozesse sind das, was du tust, deine Identität ist das, was du glaubst. Wenn Menschen ihre Gewohnheiten ändern wollen, konzentrieren sie sich meist darauf, was sie erreichen wollen. Sie befinden sich also auf der äußersten Schicht, denn sie fokussieren sich auf die Resultate, die diese Gewohnheiten bewirken sollen. Wichtig ist aber, sich darauf zu konzentrieren, wer man sein möchte, das heißt an der Ebene der Identität zu arbeiten. Hierzu ein einfaches Beispiel. Ich möchte aufhören zu rauchen, aber mir bietet ein Kollege eine Zigarette an. Ich kann nun antworten, nein danke, ich versuche aufzuhören, das wäre dann resultatbasiert. Oder mit, nein danke, ich rauche nicht. Scheinbar nur ein kleiner Unterschied, doch die letztere Aussage zeugt davon, dass sich die Identität der Person verändert hat. Ich sehe mich bei der Aussage nicht mehr als Raucher. Key Learning ist hier also, Gewohnheiten lassen sich schwer ändern, wenn die grundlegende Überzeugung, die für dein bisheriges Verhalten verantwortlich war, nicht mitverändert wird. Die ultimative Form der intrinsischen Motivation erreicht man nur, wenn die Gewohnheiten Teil der eigenen Identität sind. Ich gehe dann nicht ins Fitnessstudio, weil ich sportlicher aussehen möchte, sondern weil ich ein sportlicher, gesunder Mensch bin. Das Buch gibt hier auch nochmal einige Tipps und Tricks, wie man an diesem System aus Gewohnheiten und der damit verbundenen Identität arbeiten kann. Kommen wir nun zum letzten Punkt, auf den ich genauer eingehen möchte, und zwar die Umsetzung der neuen Gewohnheiten. Also, wie integriere ich die Gewohnheiten bestmöglich in meinen Alltag, sodass sie ein Teil von mir werden? Ich glaube, was jedem bekannt ist, ist die Tatsache, dass Gewohnheiten nicht über Nacht entstehen. Deshalb hier nur nochmal ein Reminder. Es ist wissenschaftlich belegt, dass die Etablierung von Gewohnheiten Zeit braucht. Wissenschaftler sprechen hier von der Gewohnheitsgrenze, die überwunden werden muss. Immer wenn man eine Tätigkeit wiederholt, aktiviert man einen bestimmten neuronalen Schaltkreis im Gehirn, der mit dieser Gewohnheit verbunden ist. Wenn du also eine neue Gewohnheit kodieren willst, lässt sich das besonders effektiv erreichen, wenn du die Tätigkeit besonders oft wiederholst. Alle Gewohnheiten nehmen eine ähnliche Entwicklung, vom gezielten Üben bis hin zum automatischen Verhalten. Eine Art Lernkurve entsteht. Was für mich jedoch neu und sehr spannend war, ist das Konzept der Gewohnheitskopplung. Diese macht sich das menschliche Streben nach Automation zum Vorteil, eine Verhaltensweise, die wir alle an den Tag legen, weil sie uns den Alltag vereinfacht. Zum Beispiel trocknet man sich die Hände nach dem Händewaschen ab, was einen daran erinnert, dass die schmutzigen Handtücher in die Wäsche müssen, sodass man dann daran denkt, das Waschmittel auf die Einkaufsliste zu setzen und so weiter. Wenn man sich neue Gewohnheiten aneignen will, kann man die Tatsache, dass Verhaltensweisen miteinander zusammenhängen, zum eigenen Vorteil nutzen.
Gewohnheiten lassen sich besonders gut einführen, wenn du eine aktuelle Gewohnheit ermittelst, die du bereits jeden Tag ausführst und diese dann mit einem neuen Verhalten koppelst. Man nennt es deshalb Gewohnheitskopplung. Die Formel der Gewohnheitskopplung lautet also: nach bestehende Gewohnheit werde ich neue Gewohnheit. Zum Beispiel: nachdem ich meine Arbeitsklamotten ausgezogen habe, ziehe ich sofort meine Trainingskleidung an, sodass ich gleich zum Sport gehen kann. Der Schlüssel liegt also darin, das gewünschte Verhalten mit etwas zu verbinden, das man bereits täglich tut. So nutzt man die natürliche Dynamik, nach der ein Verhalten zum nächsten führt. Eine positive Gewohnheitskette beginnt sozusagen. Es gibt noch zahlreiche weitere Ansätze und Tipps, wie man Gewohnheiten einfach etablieren kann. Darüber hinaus deckt James Clear auch noch die größten Trugschlüsse bei Gewohnheiten auf und zeigt, mit welchen einfachen Tricks man Gewohnheiten langfristig beibehalten kann. Das Buch behandelt also noch einiges mehr, als ich euch nun vorgestellt habe. Ich hoffe, dass ihr mit meiner Review einen guten Eindruck von meinen Key Learnings des Buchs mitnehmen konntet. Und denkt daran, der heilige Gral der Gewohnheitsänderung ist nicht eine einzige große Verbesserung, sondern tausend kleine. Es sind viele winzige Gewohnheiten, die zusammenkommen und gemeinsam das Gesamtsystem des Erfolgs bilden. Das ist die Kraft der kleinen Gewohnheiten. Minimale Veränderung, maximale Wirkung. Bis zum nächsten Mal.